zuletzt den Triffidin von Motorhead, den Lemmy. Und sag, hey Lemmy. Und zwar habe ich den getroffen beim Urologen in Garmisch, habe ich den getroffen. So, Lemmy, what are you doing at the urologist's office? Er sagt, er kann nicht mehr brunzen. Ja, es ist, und es ist im Heavy Metal schwierig. Früher haben sie in Wacken gespielt, 3-4 Stunden. Und die Fans schmeißen Bier auf die Bühne und der Lemmy muss auffangen. Ja, sauft, Schluck, schmeißt sie wieder runter. Ja. Und schmeißt, ja, schmeißt sie Bier, sauft, schmeißt sie wieder runter. Ja, er sagt, du saufst so viel. Ja. Und sie spielen 3-4 Stunden. Er sagt, zwischen noch muss er brunzen. Ja, nein, er geht nach Partenkirchen zu dem Urologen, der heißt Zocher. Ja. Und er sagt, I have to pee. Er sagt, was ist das Problem? Er sagt, früher ist halt einfach, wenn eine Pause, wenn der Gitarrist das Solo gespielt hat, ist er schnell runtergegangen, hat hinten irgendwo hinbisselt. Und wenn das Solo vorbei war, war er nicht auf der Bühne gewesen. Aber heute, sagt er, da muss die Band 3-4 Songs spielen, bis er mit dem Bisseln fertig ist. Und das tolerieren die Metal-Fans nicht. Und deswegen ist er bei dem Urologen in Garmisch. Ja, und diese, der arbeitet mit der NASA zusammen. Und da hat er sich so einen Spezialbeitel hinschneiden lassen, einen Oberschenkel, weißt du? Wo der Urin praktisch von der Niere direkt an der Jeans vorbei in den Beitel eingeleitet wird. Und da kann er stundenlang saufen, sagt er, das ist vollkommen wurscht ab. Und so kommt der Assistentin, wechselt den Beitel aus und er kann weiter springen, ganz du, und dadurch sind wir gute Freunde geworden. Und wenn du die Leute gut kennst, ja, ab und zu mache ich mit ihm so einen Retreat. Warte, einen Berg oben, habe ich so Berghütten auf 15 oder Meter und da gucken wir uns zusammen und da saufen wir da. Und wenn noch ein paar wirklich massive Räusche, ja, das Hirn wirklich gereinigt ist von dem ganzen Zivilisationskram, dann kannst du mir irgendwann sagen, hey Lemmy, what is life all about? Um was geht es letzten Endes auf der Welt? Da sagt er, George, to be honest. Ja. Wenn er ehrlich sei, der sagt er kotzt diese Metal-Musik an. Eigentlich, da am liebsten Stummmusik spielen die ganze Zeit. Sagt der Lemmy vom Motorhead. Sag ich, Kim Lemmy, let's do some Stummmusik, let's do some motherfucking Stummmusik right here. Let's do the motherfucking Stummmusik, Lemmy, yeah. Und dann hockt er sich hin, tut sein Hackbrett aus, ich spiele Zitter, weißt du. Oft wohnt er dann. Er sagt, du kannst bei mir ruhig wohnen. Ich war schon seit 5 Jahren nicht auf der Wiesen, nur nicht beim Robbie William im Konzert. Ich hab wahrscheinlich die falsche Partei gewählt. Irgendwas scheint's, mach ich doch verkehrt. Ich fahr noch wobei mit dem alten Auto, leb noch wobei mit der gleichen Frau. Klamotten kaufe mir bloß im Secondhand-Lohn und ich muss zugeben, dass ich fast nie Fernseh schau. Doch ich geh fast jede Woche mal ins Kino und zwischendurch da lese mal ein Buch. Ich spiel nicht Golf, ich fahr viel lieber Radl und Freitagabend kommt manchmal wer auf Besuch. It's all about Stummmusik.
aus der Leitung und kauf mir meinen Wein beim Türkenmarkt. Ich hab kein Duschgel, ich wasch mich mit den Bürsten. Für mich dort später ein gebrauchter Fichtensarg. Aber zart, ganz zart, das kann sich nur entwickeln. Konsum, Sum, Sum, wenn jeder auf dem Geld drauf sitzt und alle spart, dann wird es nie was mit dem Wirtschaftsbum, Bum, Bum. Ich bin der Bremsklotz für die Konjunktur. Ich hab den Aufschwung auf dem Gewissen. Die Truben in Berlin, ja, die bemühen sich. Doch der Ringsquanker, der holt verschissen. Die Truben in Berlin, ja, die bemühen sich. Der Ringsquanker, der holt. This is a real old bad motherfucker, not special, you.